Mauern angemalt. Da habe ich oben drüber gespachtelt, weil da ist ja so eine Art Betonschicht, soll das darstellen, und die muss dann eben glatt sein und nicht eben Löcher haben, was eben beim Styrodur so eben ist, wenn man das nur das Styrodur eben anmalt. Deswegen da eine kleine Spachtelschicht drüber, das ein bisschen drüber geschliffen, und schon haben wir da eine schöne glatte Fläche. Der erste graue Anstrich ist fertig. Da kommt jetzt dann noch das Washing mit Schwarz und ein bisschen Wettering. Dann können wir da schon anfangen, die vorne die Stahlbalken sozusagen festzukleben. Und dann habe ich auch schon die erste Schicht, also das Braun, das dunklere Braun bei den Holzbalken. Das muss jetzt noch trocknen. Und dann kommt da auch ein graues Washing, sodass das vergilbt ausschaut, so wie eben diese Holzbalken mit der Zeit eben ausschauen, wenn sie länger dem Wetter ausgesetzt sind. Ja, jetzt trockener sieht man noch schöner die Struktur, die ich gemacht habe. Schaut wirklich aus, als würden das Holzbalken sein. Und jetzt machen wir Weathering, das heißt, wir werden das so mit einem Grau drüber, Washing drüber pinseln, so dass es wirklich ausschaut, als würde es schon länger eben von der Natur bearbeitet worden sein. Damit ihr seht den Unterschied. Also so schaut das dann aus, wenn es eben mit Washing, Weathering gemacht wurde, eben das Original noch nicht, das ist mit Washing gemacht, dann schaut er eben heller aus, so wie beim Regen ausgewaschen. Wie machen wir das? Ganz fein den Pinsel nur mit Grau und einfach immer hin und her, bis er dann diese Farbschicht hat. Also nicht viel drauf, ganz wenig. Man sollte jetzt einmal zu viel haben, dann tut es ein bisschen mit dem Wasser drüber. So, und dann mit dem Taschentuch ein bisschen abtupfen. Dann hat man das auch wieder in einem Grauton, der noch immer eben dieses Braun ein bisschen durchschimmern lässt und so eben ausschaut, dass das wirklich ein Holzbalken sein. Ist nicht so schwer. So, ich ziehe mir jetzt Gummihandschuhe an, damit ich nicht immer so dreckig mache. Habe jetzt die Nummern, die ich da gehabt habe. Natürlich gibt es auch diese dünnen, aber das bleibt jedem überlassen, wie er das machen möchte. Ja. Also auch da eben schön drüber, einfach öfters drüber, und dann schaut er im Endeffekt aus, dass die da eben von der Natur bearbeitet worden sein. Jetzt kommt recht ein schwieriger Teil, weil es ziemlich Feinarbeit ist. Was mache ich? Ich mache da von diesen kleinen Streifen einen 1,5 mm Streifen, den ich da abschneide. Und den mache ich dann noch einmal in 1, 2, drei Teile. Gut. Was machen wir damit? Schrauben. Also ihr könnt sehen,
Da habe ich sie schon angeklebt. Die Stahlbalken sind eben mit sozusagen Schrauben befestigt. Das ist jetzt natürlich eine Arbeit, die viel Geduld erfordert, weil man muss eben diese kleinen Stücke nehmen. Der einen Seite ein bisschen, ein Leim rauf tun, dann auf die Stelle, wo es hingehört. Das wiederholt man noch zweimal, also drei Schrauben. Mittlerweile habe ich jetzt schon ein bisschen, nachdem ich jetzt ein paar Mal das gemacht habe, schon ein bisschen heraus und geht schon recht gut. Aber am Anfang war das gar nicht so einfach. Mal schauen, wo der Abstand, dass der so halbwegs mit den anderen Abständen übereinstimmt. Wenn, so wie in dem Fall da oben, zu viel Leim ist, tue ich den noch ein bisschen wegkratzen. Mit dem Bastelmesser, wie ihr seht. Und natürlich bleibt das nicht so. Mit einem ganz, ganz feinen Pinsel, mit einem ganz feinen Pinsel wird das auch noch mit Aluminiumfarbe gemahlen. Und dann schaut das eigentlich recht gut aus. Dann schaut das aus, als würden da wirklich eben Stahlstrauben oder halt Schrauben durch sein, die eben diese Stahlträger da noch festhalten. Also das ist jetzt wirklich eine Feinarbeit. Aber es geht. Man muss halt üben, sozusagen. Und mit der Zeit geht das dann recht gut, ohne dass man da große Probleme hat. Ja, das kriegt jetzt jeder Stahlbalken, bekommt drei Schrauben. Und dann zeige ich euch noch, okay, wie das angemalt. Das ist dann eigentlich gar nicht so problematisch. Da eben diese Aluminiumfarbe nehme ich jetzt den her, der ist schon getrocknet vom Kleber her, und male jetzt da eben diese Schraube oder halt das, was die Schraube darstellt, eben noch mit dieser Aluminiumfarbe an. Alle drei. Da ich in der Mitte oft eben so, ich weiß nicht, wie man das sieht auf dem Video, ich werde dann ein Foto machen, ein Video sieht, reindruckt, schaut es dann wirklich aus wie eine Schraube, die eben da drauf ist. Aber jedenfalls mit dem Malen, übermalen mit einer Aluminiumfarbe, schauen die wirklich gut aus, als würden da eben drei Schrauben drin sein, die eben diesen Stahlbalken festhalten. Die Holzbalken klebe ich jetzt da mit Heißkleber an, indem ich da am Rand immer ein bisschen drauf gebe. Aber es ist besser, das eben mit dem Holz, mit einem Heißkleber, weil dann haltet das und
sofort. Und haltet auch eben stabiler und steifer. Also ihr seht, jetzt kommen eben diese Holzbalken. Diese simulierten Styrodur gemachten Holzbalken da schön hinauf. Ihr klebt Fäden, ja, die kann man nachher auch noch ein bisschen wegtun. Sind aber jetzt auch nicht so viel Fäden. Ich habe ein paar nachmachen müssen, aber jetzt habe ich genug. Jetzt habe ich sogar ein paar in Reserve, falls ich die mal auswechseln muss. Gut. Jetzt hätten wir mal, wie ihr sehen könnt, ich drehe das einmal ein bisschen, die ganze Reihe fertig da mit den Holzbalken. Ja. Wie schaut es jetzt mit den Stahlträgern hinten aus? Die habe ich längenmäßig auf die Höhe der vorderen zugeschnitten, sodass sie die gleiche Höhe haben so wie die vorderen. Und die klebe ich jetzt mit Heißkleber auf der Rückseite an. Und dann schauen wir eigentlich recht gut aus. Dann haben wir die vordere und die hintere Haltung. Und schaut überall gleich auch aus. Ja. Damit ihr seht, hinter der Schutzmauer kommt ja eine Felswand. Das ist ja das, was eben oben aufgesetzt wird, wo dann auch eben der Leuchtturm und die Steinhäuser noch kommen. Und diese Felsgestaltung da, wie die ihr jetzt da sehen könnt, die habe ich jetzt mit unterschiedlichen Handdrahtschneidern gemacht. Zum Beispiel mit diesen dünnen habe ich eben diese feinen Löcher da hineingeschnitten. Dann habe ich mit dem dickeren Stab eben solche geraden Linien hineingemacht und mit dem gebogenen habe ich jetzt dann da noch so einen gebogenen gemacht, also wo man so schön hineinfahren kann. Ja, das machen wir jetzt dann grau, damit hinter der Schutzmauer dann das auch schon perfekt ausschaut, damit dann im Endeffekt man sieht, wie schaut das Ganze mit der Schutzmauer, mit dem Fels dahinter aus. Was ihr vielleicht jetzt da sehen könnt, nachdem da jetzt schon Farbe drauf ist, ich habe auch noch mit dem Spatel und mit dieser kleinen Spachtel solche Risse hineingemacht. Die kommen jetzt da schön, werden da schön sichtbar und zeigen irgendwie auch eine schöne Steinstruktur. Jetzt schon beim ersten Malen mit dem Grau. Da kommt ja dann noch ein schwarzes Washing drüber, das wird alles noch weiter gemacht. Normal jetzt da, warum so ein kleinen Pinsel? Naja, ich muss da auch in diese kleinen Ritzen hineinkommen. Mach jetzt am Anfang einmal dick, mit dicken Farbaufstrich. Aber dass es dann in diese Ritzen, die Farbe auch schön reingeht. Weil ihr seht, vielleicht das deckt nicht so schön. Dann tut es einfach ein Wasser auf den Pinsel
und fahrt mit dem Wasser nochmal drüber. Dadurch wird das so flüssig, dass auch in die kleinen Ritzen eben dieses Grau hineingeht. Das ist nur so ein Tipp von mir, den ich eben festgestellt habe, wie man auch bei so Kratzern, die man eben macht, damit es eben felsiger ausschaut, trotzdem eben schön das hineingeht und deckt. Und so malen wir jetzt einmal die erste Farbe, Grau, drüber. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich das schon mit dem Schwarzwashing gemacht, jetzt ist es dunkler. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen noch die Konturen hervorheben. Dazu habe ich mir jetzt aus einem helleren Braun, so einem gebrannten Braun, aus Grau, Hellgrau und eben Weiß mir so eine Mischung gemacht. Und jetzt gebe ich da ein wenig auf den Pinsel hinauf. Und fahre nur fein drüber, wie ihr das vielleicht sehen könnt. Sogar noch ein bisschen nach oft. Und so schauen wir, dass wir jetzt da schöne Konturen herauskriegen. Und dass das wirklich dann so wie eine Felswand im Endeffekt schön ausschaut. Also ganz wenig auf den Pinsel geben. Oft dann eher die Kanten. Damit eben anfärben. So kriegt das und eben auch kreuz und quer, so kriegt das dann wirklich einen schönen felsige Farbstruktur. Und so schaut das jetzt da fertiger aus. Auch ihr seht der Felsen dahinter. Dann haben wir da die schöne Stützmauer, auch mit diesen Holzbalken und die eben Stall. Da auf der Seite habe ich auch schon Felsen fertig gemacht, damit man das schön sieht. Werde ich dann noch ein paar Nahaufnahmen fotografieren und Fotos euch zeigen. Es ist auch teilweise schon Gras eben angebracht unten neben der Eisenbahn, neben der Bahnstrecke, um es so zu sagen. Der Vordergrund ist eben diese Steinbrücke, die ihr schon kennt. Jetzt haben wir mal den Teil geschafft und jetzt da habe ich dann vor, mich wirklich mit dem Leuchtturm auseinanderzusetzen, den fertig zu machen. Und ich werde da wahrscheinlich noch ein bisschen Felsen machen, also weil es da so gerade noch ausschaut, da kommt noch Felsen, weil das mache ich alles erst dann, wenn ich eben weiß, wo der Leuchtturm steht, dann ganz genau, wo ich da die Steinhäuser hinsetzen werde, die Häuser aus Stein besser auszudrücken. Und wenn das gemacht ist, eben wird da noch einmal ein Felsen höher auch aufgemacht, damit das auch gut aussieht. Aber dabei gefällt es mir sehr gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wenn, dann bitte wieder einen Daumen nach oben oder einen lieben Kommentar. Ich freue mich immer, wenn ihr das kommentiert oder auch wenn ihr sagt, wie euch das gefällt. Und ja, ihr seht, es geht weiter. Der Leuchtturm wird auch jetzt Schritt für Schritt weiter gemacht und das wird ihr dann weiterhin Bilder sehen.